Erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und dieses Mal machen wir einen richtig einfachen Apfelkuchen. Aber dafür braucht man nicht mal einen Ofen, sondern eine Bratpfanne. Und wie immer fangen wir mit der Vorbereitung an. Wir pressen eine halbe Zitrone aus, mischen den Zucker mit dem Vanillezucker und vermischen auch das Mehl mit dem Backpulver. Um den Geschmack zu verstärken, dürfen wir natürlich das Salz nicht vergessen. Als weitere Vorbereitung fetten wir die Bratpfanne ein. Ja, das Ganze geht ziemlich schnell und schon können wir den Teig vorbereiten. Dann nehmen wir ein Ei, das geben wir in eine Schüssel und in die Schüssel geben wir die Zuckermischung hinzu und verrühren das Ganze kräftig von Hand. Wer natürlich ein bisschen faul ist, kann natürlich einen Handmixer dazu verwenden. Als weitere Zutat geben wir kurz danach die Milch hinzu. Und damit die Klümpchen so gut wie ausgeschlossen werden, sieben wir die Mehlmischung in die Schüssel hinein. Apropos Mehl, ich nehme dafür immer das Dinkelmehl 630. Natürlich kann man das ganz normale Weizenmehl auch verwenden. Aber Dinkelmehl wird bei uns einfach bevorzugt verwendet. Dann stellen wir den Teig mal kurz beiseite, weil wir kümmern uns jetzt um die Äpfel. Die schälen wir nicht, sondern wir schneiden sie in ca. 1 cm dicke Scheiben. Wir drücken anschließend dann das Kerngehäuse raus, sodass eigentlich Apfelringe entstehen. Und die verteilen wir schön gleichmäßig in der Pfanne. Und damit die Äpfel nicht viel Zeit haben, braun zu werden, habe ich deswegen den Teig schon vorbereitet gehabt. Aber der Teig war noch nicht fertig. Wir müssen jetzt noch den Saft der Zitrone hinzugeben und die flüssig gewordene Butter, die wir vorher geschmolzen haben. Aber die haben wir natürlich noch ein bisschen abkühlen lassen. Als Alternative dazu kann man gerne natürlich Rapsöl verwenden. Da wird der Teig noch ein bisschen flüssiger und verteilt sich nachher noch ein bisschen besser in der Pfanne. Aber ich stehe einfach auf Butter im Teig und deswegen habe ich einfach Butter genommen. Und zwar flüssige. Gut, ist klar, dass wir natürlich den Teig schön verteilen in der Bratpfanne und dann geben wir die Bratpfanne schon auf den Herd. Machen dann den Deckel drauf und lassen das Ganze bei niedriger Hitze für 30 Minuten lang backen. Dann drehen wir den Kuchen um, geben den nochmal in die Pfanne und lassen ihn nochmal für 5 Minuten lang bei mittlerer Hitze backen. Und schon ist er fertig. Dann können wir ihn auf den Teller geben oder auf eine Kuchenplatte. Und dann können wir den Kuchen auch schon probieren. Und der schmeckt fantastisch. Jawohl, einfacher Kuchen und schmeckt fantastisch. Genauso möchten wir es haben. Okay, wenn es euch gefallen hat und ihr den Kuchen vielleicht probieren wollt, super. Aber wir sind am Ende angekommen und deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.